Die Vorstellung war einfach zu gewaltig. Sie würde glücklich sein, ein ganzes Jahr lang. Vor ihrem inneren Auge öffnete sich ein weites Panorama. Sie würde an dem Kamin sitzen, den sie unten gesehen hatte, lernen und ihre jeweils eigenen Projekte durchführen. Alle wären einander zugetan, jeder war anders, doch keinem machte das etwas aus. Mauern waren zwischen ihnen nicht notwendig. Sie kamen ins Gespräch, lebhaft und zunehmend vertrauter. Es war völlig natürlich, sich zu Anna auf das Bett zu gesellen. »Ich komme aus Ohio«, begann Kate. »Oh, ein Buckeye«, warf Louis den Spitznamen für die Bewohner von Ohio ein. »Ich bin aus dem Staat Washington«, sagte Anna, »nicht weit von Puget Sound.« »Du bist Indianerin, nicht wahr?« »Ja, von den Suquamish.« »Sie spricht mit den Tieren«, sagt Louis. »Eigentlich spreche ich nicht mit ihnen«, sagte Anna sanft. »Aber ich kann sie beeinflussen. Manchmal ist so eine Art Gedankenprojektion«, sagt Josie. »Gedankenübertragung bei Tieren?« Vor wenigen Wochen hätte Kate das für völlig abwegig gehalten. Aber war ihre eigene Gabe das nicht auch? Wenn das eine möglich war, dann auch das andere. »Ich kann Telekinese«, sagte Louis. »Der Geist beherrscht die Materie.« »Sowas wie das Verbiegen von Löffeln?«, fragte Kate unsicher. »Nein, das ist ein Trick.« »Echte Telekinese macht man mit kleinen Sachen, zum Beispiel, wenn man eine Kompassnadel ablenkt.« »Was machst du so?« Unwillkürlich pochte Caitlins Herz. Nie im Leben hatte sie es laut ausgesprochen. »Ich sehe sozusagen die Zukunft. Eigentlich nicht ich, sondern meine Bilder. Und wenn ich sie mir später ansehe, weiß ich, dass sie ein Ereignis vorausgesagt haben. Aber meistens weiß ich es erst, wenn es eingetreten ist«, sagte sie etwas verworren. Louis und Anna sahen sie nachdenklich an. »Das ist cool«, sagte Louis schließlich. »Dann bist du Künstlerin?« Die Erleichterung, die Caitlin erfasste, tat schon fast weh. Doch dann war sie einfach nur glücklich. »Wahrscheinlich. Ich male gerne.« »Ich würde jetzt gern malen«, dachte sie. Am liebsten würde sie gleich ihre Ölkreide holen. Sie würde Anna in gebranntem Umbro, Schwarz und Sina malen. Bei Louis würde sie einen Blau-Schwarz-Ton fürs Haar wählen und ein fleischfarbenes Ocker für die Haut. »Später«, ermahnte sie sich. »Laut«, sagte sie. »Wie steht's denn eigentlich mit den Zimmern hier oben? Wer wohnt wo?« »Das haben wir uns auch schon gefragt«, sagt Anna. »Das Problem ist, dass wir zu fünft sind und es gibt nur vier Zimmer. Dieses hier und ein größeres nebenan und dann noch zwei schmälere weiter hinten im Flur. Und nur die großen Zimmer haben Kabelanschluss. Ich habe es Anna immer und immer wieder erklärt«, sagt Louis mit einem tragischen Gesichtsausdruck, »dass ich ohne mein MTV nicht leben kann. Aber sie versteht das nicht. Außerdem brauche ich genug Steckdosen für meinen Computer und die Stereoanlage und den ganzen Krempel. Es ist nicht fair, wenn wir die guten Zimmer belegen, ehe die anderen ankommen«, sagt Anna sanft, aber bestimmt. »Ich brauche aber mein MTV, sonst sterbe ich.« »Also mir ist der Kabelanschluss egal«, sagte Caitlin. »Aber ich hätte gerne ein Ostzimmer. Ich zeichne gern morgens.« »Das Schlimmste hast du noch gar nicht gehört.« »Jedes Zimmer hat seine Eigenheit«, sagte Louis. »Das nebenan ist riesig und hat ein Doppelbett, Balkon und ein Sprudelbad. Dies hier hat den Erker da drüben und ein eigenes Bad, dafür aber wenig Schrankplatz. Die beiden Zimmer hinten haben einen großen Schrank, dafür aber ein gemeinsames Bad. Also, das größte Zimmer sollten natürlich die beiden bekommen, die sich ein Zimmer teilen, denn zwei von uns werden das wohl tun müssen«, sagt Caitlin. »Super, ich teile mir gern mit einer von euch das Zimmer«, sagt Louis sofort. »Nein, nein, 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 nein. Ich sehe erstmal nach, wie das Licht in dem kleineren Zimmer ist«, sagte Caitlin und sprang auf. »Guck dir lieber das Sprudelbad an«, rief Louis hinter ihr her. Im Flur drehte sich Caitlin noch einmal um, lachte ihm über die Schulter zu und stieß geradewegs mit jemandem zusammen, der soeben oben an der Treppe angekommen war. Der Zusammenprall war heftig. Und Caitlin sprang unwillkürlich zurück. Dabei stieß sie mit dem Bein gegen etwas Hartes. In ihrer Kniebeuge spürte sie einen Schmerz, der ihr für einen Augenblick die Sprache raubte. Sie biss die Zähne zusammen und sah nach, woran sie sich gestoßen hatte.
Es war die Schublade eines Nachttisches, die halb offen stand. Was hatten die ganzen Möbel hier im Flur überhaupt zu suchen? Es tut mir leid, sagte jemand leise in einem schleppenden Südstaatenakzent. Hast du dir wehgetan? Caitlin sah den braungebrannten, blonden Kerl an, mit dem sie zusammengestoßen war. Was für ein Vertreter seines Geschlechts. Er war nicht klein und ungefährlich wie Louis, sondern groß gewachsen. Er war die Art Mensch, die den Raum um sich herum, die gesamte Umgebung mit seiner Ausstrahlung beeinflussten, einer sehr männlichen Ausstrahlung. Wenn Anna einer kühlen Brise glich, so war dieser Knabe ein goldener Sonnenwind. Da sie ihn wohl kaum ignorieren konnte, schleuderte Caitlin ihm ihren vernichtendsten Blick zu. Er erwiderte ihn freundlich und sie stellte überrascht fest, dass seine Augen bernsteinfarben waren, golden, nur ein Hauch dunkler als seine Haut. Du hast dir wehgetan, sagte er. Offenbar verwechselte er ihre Abneigung mit Schmerz. Wo? Und dann tat er etwas, das Caitlin völlig sprachlos machte. Er ging auf die Knie. Wahrscheinlich will er sich entschuldigen, schoss es ihr durch den Kopf. Oh Gott, in Kalifornien sind alle völlig durchgeknallt. Doch er entschuldigt sich nicht. Er sah noch nicht einmal zu ihr auf, sondern fasste ihr Bein. Hier ist es, stimmt's? Sagte er mit seinem weichen Südstaaten-Singsang. Caitlin klappte der Mund auf, doch sie konnte nicht anders, als ihn anzustarren. Sie lehnte mit dem Rücken an der Wand. Es gab keinen Ausweg. Ist es hier? Und dann hob er kurzerhand den Rock ihres roten Kleides an. Caitlin verfiel in eine Art Schockstarre. Sie hatte schlichtweg keine Erfahrung, die sie auf diese Situation vorbereitet hätte. Ein völlig fremder Mann fasste in aller Öffentlichkeit unters Kleid. Und wie er es tat. Nicht wie jemand, der sich etwas herausnimmt, sondern er wie ein Arzt, der einen Patienten untersucht. Es ist keine Platzwunde, sagte er. Er sah nicht sie an oder ihr Bein, sondern blickte vielmehr den Flur hinunter. Seine Finger strichen sanft über die schmerzende Stelle. Sie waren trocken und warm. Unnatürlich warm. Aber du wirst eine schlimme Beule kriegen, wenn du nichts dagegen unternimmst. Würdest du wohl kurz stillhalten, dann könnte ich dir helfen. Diese Worte beendeten Caitlins Sprachlosigkeit. Stillhalten? Stillhalten wofür? Er winkte mit einer Hand ab. Ganz ruhig jetzt bitte. Caitlin war wie betäubt. Ja, sagte er mehr zu sich selbst. Ich glaube, da kann ich was tun. Ich werde es versuchen. Caitlin war wie gelähmt. Sie spürte seine Finger in ihrer Kniebeuge, einer sehr intimen Stelle. Extrem zart und verletzlich. Kate konnte sich nicht daran erinnern, dass sie überhaupt schon mal jemand dort berührt hatte. Nicht mal ihr Arzt. Dann wurde die Berührung zu einem brennenden Gefühl, wie ein sanft flackerndes Feuer. Fast war es ein Schmerz, aber Kate rang um Luft. Was tust du da mit mir? Hör auf! Was machst du da? Leise und bedächtig, ohne auch nur zu ihr aufzublicken, antwortete er. Ich kanalisiere Energie. Oder versuche es zumindest. Ich habe gesagt, hör auf! Oh! Arbeite mit! Bitte, kämpf nicht dagegen an! Caitlin starrte von oben auf seinen Kopf. Sein goldenes Haar stand in ungebändigten Locken ab. Eine merkwürdige Empfindung durchstrumpfte Kate, breitete sich von ihrem Knie in den ganzen Körper aus, in jedes Blutgefäß, jede Kapillare. Es war ein wunderbares, erfrischendes Gefühl. Als tränke man klares Wasser, weil man schon fast verdurstet wäre. Oder als tauche man in einen herrlich kühlen Nebel ein, wenn man völlig überhitzt war. Caitlin meinte plötzlich, bis zu diesem Augenblick nur halb wach gewesen zu sein. Der Südstaatenknabe machte nun merkwürdige Bewegungen, so als wische Fussel von ihrer Kniekehle. Drüberstreichen, abschütteln, drüberstreichen, abschütteln, drüberstreichen, abschütteln. Es war, als nehme er mit den Fingern etwas auf und schnipse es weg. Plötzlich merkte Caitlin, dass der Schmerz vollständig verschwunden war. Das war's, sagte er zufrieden. Jetzt kann ich es abschließen. Er legte die hohle warme Hand über die Kniekehle. Gut, jetzt dürfte es keine Beule mehr geben. Er stand auf und klopfte sich die Hände. Er atmete schwer, als hätte er einen Sprint hinter sich. Caitlin starrte ihn an. Sie hätte jetzt einen Sprint laufen können.
Nie hätte sie sich so frisch gefühlt, so quick lebendig. Doch dann sah sie ihm ins Gesicht und hatte plötzlich das Bedürfnis, sich hinzusetzen. Als er ihren Blick erwiderte, erstarrte sie. Sie wusste auch nicht so genau, was sie eigentlich erwartete. Jedenfalls war es nicht das kurze, leicht abwesende Lächeln von jemandem, der sich umdreht, um seiner Wege zu gehen. »Tut mir leid, ich glaube, ich gehe jetzt besser runter und helfe Josie mit dem Gepäck, ehe ich noch jemand über den Haufen renne.« Er blickte die Treppe hinunter. »Warte kurz, wer bist du eigentlich und...« »Rob.« Er lächelte ihr über die Schulter zu. »Rob Kessler.« Schon ging er die Treppe hinunter und weg war er. »Und wie hast du das gemacht?« fragte Kate ins Leere. »Rob.« »Rob Kessler«, dachte sie. »Hey, Caitlin.« Das war Louis, der hinten aus dem Zimmer nach ihr rief. »Bist du noch da? Komm, Caitlin, schnell!«